Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transportiver 2. Ja, genau um diesen Zug soll es heute gehen, beziehungsweise um die beiden Züge, die hier lang fahren. Wir werden jetzt die Holzanlieferung uns anschauen, beziehungsweise die Werkzeugproduktion, dass wir die vielleicht nochmal ein bisschen erweitert bekommen, sodass wir noch mehr Werkzeuge produzieren. Ich gucke einmal kurz. Ja, 750 liegen da. Die müssen wir auf jeden Fall dann noch abholen. Aber hier liegen halt auch noch, was war das gerade, 2,7? Ja, jetzt sogar 2,8. Also das steigt auch noch deutlich weiter. Ihr habt eine Kapazität von 3,6 sogar. Das könnte... Da ist sogar noch Luft nach oben bei denen. Dann müssen wir den Dresdner Zug erweitern. Dann müssen wir den Zug nach Prag erweitern, weil der hat 60 Kapazität. Das habe ich kurz vorher einmal mir angeschaut. Genau. Der braucht mehr Kapazität oder der holt sich das vielleicht sogar direkt ab. Ich bin ja immer noch so ein bisschen skeptisch, wie das dann teilweise ist, wenn das umgeschlagen wird. Vielleicht muss der das dann auch einfach direkt abholen. Haben wir sonst noch eine Stadt hier in der direkten Umgebung, die Werkzeuge möchte? Oder haben wir generell? Wir können auch einmal generell gucken. Ja, machen wir es aber einmal anders. Wir gehen über die Städte. Und gucken nach den Werkzeugen. Werkzeuge, also ob ich eine Stadt vergessen habe. Aber wir haben 6 Städte mit Werkzeugen. Blankenfelde, Rheinbach, Riesweiler. Ja gut, die sind natürlich alle hier im Süden. Jetzt, wenn wir die Karte jetzt so gedreht lassen gerade. Und der Rest ist oben im Norden. Also 3-3. Das passt eigentlich ganz gut. Dann gehen wir das doch mal an. Ich würde zuerst mich hier um die Anlieferung kümmern. Wenn die, sind wir hier sogar schon bei 2,9, also es steigt und steigt und steigt. Das heißt, Fahrzeuge verwalten. Ihr seid 7 Jahre alt, glaube ich, habe ich vorhin bei einem gesehen, ja. Dann, ich würde euch einfach mal ersetzen. Dass ihr einfach neu seid, das kostet uns jetzt nicht so viel. Zustand gut, Leistungsbewertung mittelmäßig. Wir haben 4, 2. Ich sehe gerade 6, 4. Wir haben noch 5. 3 ist dann Schritt zurück. 5, 6 scheint so der nächste Schritt zu sein. Wir sind jetzt bei 255 Metern. Wenn wir da auf 320 Meter hochgehen, da kommt noch einiges on top. Sehen auch 21,5 in der Anschaffung zu 21,8 bzw. 3,5 zu 3,6. Also wir können ruhig hier welche mit 140 km/h nehmen. Oh, hier haben wir auch andere zur Auswahl als die roten. 5, 6 mit 140 km/h. Gibt es da noch andere? Weil wir sind, fahren ja nur 120. Also ich würde auch 5, 6 mit 120 km/h nehmen. Aber hier haben wir auf jeden Fall einiges an Auswahl. Was auch die unterschiedlichen Lokomotiven angeht. 21,6 habe ich gesagt, ne? Und 3,6. Okay, die fahren noch 200. Okay, ja, dann werden wir auf jeden Fall hier irgendwo eine rausnehmen. Ich habe hier gerade irgendwas mit Go Green oder sowas gesehen. Das sah auf den ersten Blick ganz gut aus. Die sehen alle ziemlich ähnlich aus. Da, oder Green Cargo. War ein bisschen was Leuchtendes oder ein bisschen was Helleres. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Natürlich jetzt nicht ganz so wirtschaftlich oder nicht ganz so gut für die Natur, dass wir so viel abholzen. Aber gut, dann denken wir uns einfach mal, wir würden auch so viel neu anpflanzen. Dann passt das auch schon wieder. Das sind die Fahrzeuge, die links und rechts hoch sind. Also müsste das der hier sein. Wie viele Waggons haben wir? 12 durch 360 macht 30, dann ist das der. Wir mal einmal kurz vergleichen. 330. Ne, wir haben 60, also noch 1. Wir sind bei 255, aber nur... Okay, auch. Also die Lokomotiven sind gleich lang.
Da Gewinner verlieren wir nichts. Und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht so 316, 317 Meter hinbekommen. Ah, 300, ja gut, 314 ist dann auch okay. Bei 320 ist es nicht mal genau. Wenn da eine Weiche direkt wäre, wäre das schon knapp. Aber 314, 6 Meter Differenz ist okay. 450 Kapazität statt 360. 58.000 für so einen Zug. Nehmen wir beide. Oder 9. 68, 58, fast 59. Wir haben aber noch einen Restwert. Wir nicht wissen, wie teuer. Die sind 54 Millionen. Wenn wir uns jetzt noch einen Zug davon holen, sind wir wieder. Haben wir wieder sehr, sehr wenig. Aber wenn ein Zug alleine 14 Mille Gewinn macht, ist nicht wenig. Jetzt können wir 900 Polster wegholen. Ich habe so Angst, dass das irgendwann nach hinten losgeht. Aber gut, dann verkaufen wir einen der drei Züge einfach. Betriebskosten? 8,6 Millionen. Okay, die sind neu. Ich würde die erstmal fahren lassen. Vielleicht holen wir uns gleich nochmal einen dritten. Wir haben jetzt schon mal 180 Kapazität mehr. Jetzt will ich einmal kurz gucken, dass das auch alles transportiert wird. Und dann können wir, glaube ich, mal gucken, wie das aussieht, ob wir dann noch wirklich einen dritten brauchen. So, wie sieht es hier mit unseren Gleisen aus? Okay. Also 3 und 4 fahren wir durch. 1 und... Ne, 1 ist... 2 ist gar nicht belegt. Wofür ist denn 5 gedacht? War das für war das für Chemnitz? Oder haben wir irgendwas in die Richtung, was noch Werkzeuge nehmen würde? Eigentlich nicht. Haben wir auch gerade geguckt. Okay, wofür war Gleis 5? Oder sind wir da vorher lang gefahren? Also Dresden-Chemnitz mit einem Zug bleibt gleich. Das lasse ich so. Dafür haben wir hier jetzt auch diese Anbindung gemacht mit dem Tunnel. Hier sind wir eh direkt in Dresden. Also ne, für Dresden ist der Zug ja auch hauptsächlich. Jetzt bin ich am Überlegen, ob es nicht für uns einfacher wäre zu planen, beide Züge, also einmal der, der nach Dresden fährt, also, ne, also, oder eigentlich die beiden, wenn wir Prag einfach durchfahren lassen, dass der sich das selber hier hinten abholt. Weil dann wissen wir genau, wie viel wir brauchen. Wir haben das Terminal 2 noch frei und eigentlich, ja, könnte ja jeder sogar auf seinem eigenen Gleis fahren. Dann haben wir hier zwar ja noch immer diesen Pendelzug. Aber gut, Prag könnte halt sich selber versorgen und dann wüssten wir genau, wie viel brauchen wir, wie viel haben wir und könnten da die Züge anpassen. Ich glaube, das würde ich sogar machen. Linie verwalten. Wir fahren dann... Eigentlich fahren wir dann von Dresden aus hier rein. Und Dresden fällt weg. Dann gehst du auf die 2. Ja, ihr könnt... Ja, fahrt ihr Konvoi oder nicht? Ja, schöner wäre, oder wir bräuchten es ja eigentlich nicht. Hier bräuchten wir es. Weil der ja hier sich noch das Gleis teilt. Dann müssten wir da auch einmal die Geschwindigkeit anpassen. Ich mache hier mal ein Signal hin. Ich weiß nicht gerade genau wofür. Ich glaube, ich wollte da mal gucken wegen Einbahnverkehr, wie wir das hinbekommen. Also nee, ich will die Linie haben. Gut, der produziert jetzt schon, das ist gut. Hier haben wir jetzt, glaube ich, einfach ein paar Werkzeuge verloren, weil der dann nicht mehr hält. Du fährst dann, wenn du von Prag kommst, fährst du bitte hier drüber. Wenn ich die Kreuzung wegnehme, sollte das eigentlich kein Problem sein. Wo ist denn unsere Anlieferung? Da. Den müssen wir noch abwarten. Wenn wir dann hier die Weiche wegnehmen, dann müssten die eigentlich eigenständig fahren. Okay, der nimmt jetzt sogar die Dresden-Werkzeuge wieder zurück. Ach, ja gut, dann fahren wir jetzt da mal kurz Leerfahrten. Also da haben wir jetzt nochmal ein bisschen Glück gehabt. Hier mache ich das trotzdem einmal, dass der nicht irgendwann sich umstellt wegen irgendwas. Dass das hier so bleibt, wie es ist. Wo kommt er? Da kommt er. Und jetzt können wir dann nämlich gleich genau sagen, wie viel wir brauchen. Es kann auch gut sein, dass da einfach so viel liegt, oder für den Zug so viel liegt, weil der noch so viel für Prag wegnehmen würde. Dann hätten wir den jetzt erhöht auf 200 Kapazität und haben dann am Ende, ja, oder jetzt, nachdem es jetzt umgeändert ist,
bräuchten wir es gar nicht. Ja, komm, gib mir das hier in der Mitte. So, und jetzt sollte das eigentlich genauso funktionieren. Wir haben beide einen Zug pro Linie, deswegen können wir uns das erlauben. Wir fahren hier rein, ohne Probleme. Wenn der Pragzug irgendwann mal einen zweiten Zug braucht, weil die Strecke doch relativ lang ist, dann müssen wir es ändern. Ansonsten eigentlich erstmal nicht. So, was haben wir jetzt hier? Dresden hat immer noch 740 Werkzeug. Gut, Dresden ist natürlich auch eine große Stadt. Dann noch Chemnitz on top. Also es kann halt auch einfach daran liegen, dass da so viel liegt. Das heißt, wenn da jetzt 700 liegen, wie alt bist du? Höchstgeschwindigkeit. Du kannst auch ruhig fahren. Fährt ja für sich eigenständig. 1,3 könnte fast zu wenig sein. 16 Jahre. Gucken wir mal. Wir machen erstmal die Waggons, Werkzeuge. Ja, die fand ich halt echt geil. 160 km/h. Haben wir die benutzt? Nee, oder? Hoffentlich nicht. Da 120 reicht vollkommen. Ich finde die halt einfach schön, weil die sich halt dem anpassen, was man drauf hat. 160 ist zu viel. Die fahren nur 100? Nee, von 120. Obwohl die auch nicht schlecht sind. Die haben eine gewisse Länge dann. Sieht vielleicht auch nicht schlecht aus, wenn man mal so einen längeren Zug dann da hat. 200 Kapazität wären 16 Tonnen bei 14 Kapazität. Wir brauchen ja nicht so viel Leistung eigentlich. Sonst könnte man eigentlich was sparen, wenn wir 35 Tonnen bei 36. Das ist eigentlich ein besseres Verhältnis als hier. Das sind schon viele Waggons. Nee, wir machen das dann etwas kürzer. Ist ja, glaube ich, egal, was wir jetzt hier auswählen. Machen wir 216. Vielleicht tun wir dann einen Waggon am Ende weg. Diesel. Was ist denn, wenn wir hier Diesel und 2000 kW nehmen? Reicht das schon? Wäre gut. Ja, ein Schrittchen höher müssen wir. Oh, das passt auch noch farblich. Natürlich ziemlich lang. Kostet 21 Millionen. Wie viel Geld? Machst du uns 1 Million? Na gut. Nehmen wir das trotzdem mal. Ja, deswegen, da hat sich es jetzt geändert. Ja, passt nicht so ganz. Das ist, glaube ich, wirklich einfach nur oder wäre ein Personenzug. Sieht so von der Form auf jeden Fall aus, wie man das kennt. Wenn da jetzt noch die großen Waggons hinterhängen würden. Passt nicht so ganz. Aber ja, hier haben wir jetzt wirklich so die rollende Landstraße. Also komplett. Das sind ja alle Sattelauflieger. Hat auch irgendwie seinen Charme. Nicht, sollte es in Deutschland auch einfach mehr geben. Ich habe eine Sache kurz mal nachschauen. Und zwar auch jetzt eigentlich mir genau mir die Mod nochmal angucken. Ich habe ja jetzt hier ausgewählt Logistik Trailer. Okay, ich kann mir jetzt echt gut vorstellen, hier wählt man einfach aus, was wir haben wollen. Also Logistik Trailer zweimal. Hier haben wir einen Logistik Trailer, zwei kurze Wechselbrücken. Hier haben wir den Seekontainer. Und dann behält er diese. Ach, hier haben wir auch nochmal. Ja, eigentlich auch nochmal zwei Sattel. Na gut, hier haben wir auch Sattel. Aber dass man auswählt, wie man es gern haben möchte. Und dann behält er das bei, nur die Marken oder die Firmen ändern sich. So, jetzt will ich einmal kurz gucken, ob du dich lohnst. Du kostest uns nämlich 4 Millionen im Jahr und du solltest jetzt auch nur noch ein. Genau, dahin ist alles weg. Mit einer oder in eine Fahrtrichtung Gewinn machen. Das heißt, hier müssten wir jetzt 4 Millionen verdienen. Mit der Fahrt, dass sich das rentiert. Dann kommen auch die LKWs ein bisschen on top. Die müssen auch Gewinn machen. Sonst nur Busse und Trams. Ja, was so in die Richtung geht, darf negative Zahlen schreiben. Den Rest will ich schon positiv haben. 180 für Prag. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, ich würde einmal kurz Pause drücken, weil der ist mir sonst zu schnell da.
Wir nämlich einmal uns mir die IC-Linie anschauen und ihr fahrt 160. Ich kann jetzt hier nicht eine 160 nach Prag reinfahren. Das wird zu teuer, glaube ich. Obwohl, wir haben Zeit. Wir könnten es eigentlich ausprobieren. Und der jetzt kommt, wir haben jetzt gerade auch gesehen, hier Maersk und so, die Container können 160. Die Lokomotive, die wir haben, kann auch 160. Oder, ja, ich sag mal, meine Lieblings-Lokomotive kann auch 160. Du bist angepinnt. Dann wäre das vielleicht eine Sache, die man mal ausprobieren könnte. Nehmen wir erstmal den, zack. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie viel möchte ich machen. 180 liegen hier, okay. Würde ich vielleicht mal gucken, was so 5 Waggons machen. Also der macht 160. Und hier unten war auch noch einer 160. Scheint auch vom selben Modder zu sein. Die Beschreibung ist komplett gleich und hier oben ist statt einer 1 ist eine 2. Obwohl da steht gar nichts, ist eine 2 dann da. Abteile brauchen wir eigentlich auch keinen Unterschied. Weil wir transportieren nur Werkzeuge. 15 Tonnen. Ich denke mal, das ändert sich auch nicht. Zu 15 Tonnen, ne. Evergreen und das andere sagt mir vom Logo gerade nichts. Nehmen wir Maersk. 5 Waggons sind 160. Würden wir die erste Fahrt vollfahren und könnten zumindest mal gucken, was uns das bringt. Und wir hauen schon wieder Geld raus heute. Und vielleicht kommen noch 50 Millionen on top für den Werkzeug, für den dritten Zug, der Bretter anliefern soll. So, er kommt an. Na, ich lasse den trotzdem beim angepinnt, dann sehen wir es vielleicht doppelt. Aber das passt hier mit der rollenden Landstraße zu dem, wie wir das hier haben, passt das eigentlich ganz gut. Nur statt den Containern müssten da dann eigentlich Sattel stehen. 3,9. Oder, ne, eigentlich, ach 3,9. 3,19, eigentlich 3,2. Ja, wenn er die Strecke zweimal im Jahr schafft, dann die Finanzen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn der das nicht zweimal im Jahr schafft, dann wäre ich aber auch enttäuscht. Irgendeine Linie, die auffällig ist. Das ist okay. Hier sind 6 Fahrzeuge drauf. Hier sind 2 drauf. Ja, da könnte man vielleicht nochmal mit einem dritten gehen, weil der ja wirklich gleich wieder da ist. Also der ist okay in erster Linie. Gut, der muss natürlich jetzt erstmal dahin fahren, alles abholen. Ist auch die Frage, fährt der überhaupt die 160 oder ist das nur eine Zahl auf dem Papier? Dafür, dass er zumindest jetzt alleine fährt und der andere fährt 120, ist das wirklich gut, dass die beiden ein eigenes Gleis haben. Und hier wollte ich jetzt einmal gucken. Da können wir gerne auch nochmal mitfahren. Ja, 2,6. Es geht schon etwas runter. Na gut, jetzt haben wir aber auch die Kapazitäten erhöht bei den abfahrenden Zügen. Vielleicht kann sich dadurch auch nochmal wieder was nach oben hin verändern. Ich würde nochmal das machen, was wir hier schon mal gemacht haben. Ich würde nochmal so viele Plattformen bauen, wie wir hier auch lagern. Ah, es geht so langsam weg. Jetzt geht es nämlich schon wieder auf 2,7 hoch. Mal gucken, ob das wieder voll wird. Ich überlege, wie viel das einfach ist. Ich kann mir das ohne Mod schon gar nicht mehr vorstellen. Also klar, wir kriegen es nie abtransportiert. Aber vielleicht ist ja wirklich irgendwann mal der Punkt, dass wir es geschafft haben. Und dann will ich mal gucken, wie die Städte aussehen. Wie sehen die Produktionsstätte aus? Weil der produziert ja auch nur, was nachgefragt wird. Ja. Jetzt werden wir auch die anderen angucken. Du bist voll, hast 1,8. Ja, hier ist halt der Weg einfach zu kurz, dass wir das schaffen. Ich habe jetzt auch mit City Skylines wieder angefangen. Auch hier als, auf YouTube als Let's Play. Wenn die Städte so nah sind, vielleicht am Anfang mit einem Zug dann sehen, dass man es nicht hinbekommt, das alles abzutransportieren. Und dann einfach
nochmal umsteigen und einfach ein Rohrsystem darüber legen. Hat hier echt am Überlegen. Treibstoff ist ja auch noch so eine Sache, die ich dick bei mir in, so, in meinem Notizblock stehen habe. Hier müsste man auch nochmal was wegholen. Was bringt uns das, wenn wir das teilen würden? Oder bringt uns das überhaupt was? 142 ist schon mal gut. Das heißt, der beschleunigt noch. Wenn ich jetzt sage, wir haben eine Linie, die fährt ja hier rüber. Hier durch den Tunnel und nach hier drüben. Wenn wir jetzt noch eine zweite Linie bauen, die einfach genau dasselbe Ziel hat. Fängt hier an oder lädt hier auf. Und fährt bis hierhin und lädt ab. Bringt das was? Teilt sich das wirklich auf oder... Ist das Quatsch? Ich habe das noch nie ausprobiert. Würde mich aber auch mal irgendwie ein bisschen reizen. Okay, jetzt muss der abbremsen. Jetzt darf er, glaube ich, langsam wieder beschleunigen. Aber 140 war zumindest schon mal nicht schlecht. Vielleicht müssen wir die Kurve da noch einfach umbauen. Dass der da schneller fährt. Weil das dürfte jetzt unser schnellster Zug sein, der da gerade fährt mit dem IC. Oder zumindest unser schnellster Güterzug. Also einfach hier rein. Und abladen. Kann man das ausprobieren? Kann man das günstig ausprobieren? Machst du denn mittlerweile Gewinn? Du warst ja mal... Ja, nicht wirklich. Also da müssten wir auf jeden Fall noch was machen, dass wir da mehr Gewinn machen. Hier bin ich auch gleich gespannt, wenn wir mal ankommen. Aber wir sind nicht mehr weit vom Ankommen entfernt. Dann würde ich sagen, springen wir nochmal mit hier hin. Lassen erstmal den dritten Zug für die Bretter außen vor. Gucken mal, wenn der angekommen ist. Wir müssen nur da. Okay, dauert noch kurz. Dann gucken wir jetzt, ob es wieder hochgeht. Jetzt sind wir bei 2,8. Also es geht noch hoch. Dann konfigurieren wir mal eben weiter. Wenn er wieder auf 3 steigt. Dann können wir auch, glaube ich, noch den neuen Zug nehmen. Wenn das noch weiter ansteigt, sind wir schon wieder bei 2,9. 2,91. Ja, wenn der auf 3 ist, würde ich sagen, ist das okay, den dritten Zug zu kaufen. Und ich glaube, das wird dann sogar noch die Folge der Fall sein. Ja, 160 Kapazität bei der Länge. Jetzt will ich eigentlich da das nicht verpassen, wenn der hier ankommt. Vorher hat er 60 gebracht. War im grünen Bereich. War okay. Hatte einen kürzeren Weg, war aber günstiger. Jetzt bringen wir 100 mehr an. Haben natürlich viel höhere Betriebskosten. Ja, unsere Einnahmen von vorhin hätten noch nicht mal die Betriebskosten jetzt gedeckt. 7 Millionen. Das ist geil. Und wir hätten fast noch einen sechsten Waggon dranhängen können. Also da fehlte nicht viel. Aber ich wollte den jetzt ja einmal vollfahren lassen. Ah, Prag ist jetzt bei 94,95. Steigt gerade. Okay, der hat gerade abgeliefert, also wird das jetzt nochmal mehr steigen. Dresden geht langsam runter. Das heißt, da kriegen wir es gut weggefahren jetzt. Wir liefern aber dann auch wieder mehr an, wenn wir den neuen Zug haben. Ja, das könnte sich sehr gut entwickeln. Das 1, 2 und Linie Nummer 3 bis hier hinten nach Prag durch. Richtig Gewinn machen und das... Okay. Wir sind ja sogar auf 3,3. Dann Fahrzeuge verwalten. Zack. So. Neuer Zug, neues Glück. Und jetzt möchte ich das mit dem Treibstoff gerne noch mal testen. Wie kommen wir denn auf unsere Linie? Okay, wir fahren mit hier hoch. Werden dann uns hier ein bisschen im Wege schinden. Ich habe gerade schon gesehen, es ist nicht ganz zweigleisig, sondern wir können hier auch nochmal weiterbauen. Würde ich auch machen. Und ich würde dann... Jetzt muss ich überlegen. Ich wollte eigentlich den Frankfurter Zug hier nach rechts tun. Jetzt bin ich aber am Überlegen, ob ich den zweiten oder den Testzug hier nach rechts packe. Dann rechts nochmal Cargoflächen mache, also so wie hier. Dass wenn das so ist wie hier und der teilt sich wirklich auf
zwei da und ach nee, wir haben jetzt gerade zwei ein und eine mit 1000 auf der einen Seite, 1000 auf der anderen Seite, dass wir noch uns ausbauen können. Wenn wir jetzt hier jetzt sagen, wir testen das, dann haben wir jetzt nur die eine Hälfte zum Lagern und ich hätte, glaube ich, mehr Fläche zum Lagern. Wenn es klappt, werde das natürlich jetzt nicht direkt extrem machen. Ich werde jetzt einfach sagen, okay, das muss ich leider machen, weil sonst kommen wir ja nicht auf die Linie und auch nicht. Okay, wir könnten erstmal hier auch lagern. Ich müsste hier rechts gar nichts hinbauen, weil ich ändere dann hier nur das Terminal. Schon mal gut, dann machen wir das so. Damit wir keine Probleme bekommen mit dem Zug, dass der noch weniger Gewinn macht, werden wir einfach dieses Terminal anfahren. Dann dürfte der ja auch, wenn der hier kommt, einfach... Beins sind das. Okay, hier bräuchten wir noch ein Gleis. Den Weg überhaupt findet. Ich hoffe mal, der macht das dann auch, dass er hier das linke Gleis benutzt. Lückenloser Bau. Ja, dann gehen wir hier drauf und ich lade mal hier ab, hier neben. Das ist jetzt, glaube ich, die einfachste Lösung. Ich baue da, wie teuer ist der Tunnel? Bei den würde ich schon gerne bauen. Dass wir den anderen Zug nicht aufhalten, ja. Die weiß ich nicht, was das Projekt jetzt kostet. 2 Millionen investiere ich gerne. Wenn das nämlich klappt, haben wir, glaube ich, eine gute Alternative. Wenn es nicht klappt, sind es halt nur 2 Millionen. Machen wir hier 3 Flächen. Ich glaube, ich werde einen Zug nehmen mit einem Waggon. Einfach nur, um es mal einfach wirklich auszuprobieren, ob es vom Prinzip her passt. Wenn es nämlich nicht passt, so, wir gehen ja hier noch weiter. Gut, dann wird es vielleicht doch noch ein bisschen teurer. Aber das würde mir doch die Möglichkeit geben, ja häufiger sowas zu machen. Wenn wir es irgendwo bräuchten. Ah, Krümmung zu groß. Gut, jetzt stellen wir den Zug ein. Gucken, dass wir hier das richtige Terminal haben. Jetzt wird es natürlich eng von der Zeit, dass der Zug hier auf die Linie kommt. Wir könnten ja zumindest schnell sehen, ob der was produziert. Da soll er halten, genau auf 1. Und hier soll er auf 3 halten, genau so. Dann holen wir uns jetzt einfach den kleinsten Zug, der Rohöl transportieren kann. Nehmen jetzt irgendeinen, der 120 fährt, damit wir nicht auf dem Weg dahin uns aufhalten. Ja, 34 Kapazität brauche ich nicht. Eigentlich reicht mir ein Waggon. 120. Da wir kennen es nicht, die Pakete, die flüssig transportiert werden. Haben wir nochmal Cargo Green. Kostet uns 1 Million. 18 Kapazität. Ja, ich glaube, so viel günstiger kommen wir kaum weg. 1,3. Ja, wir könnten hier so einen Tankwagen nehmen. Die sehen aber... Ja, wir nehmen jetzt den. So, du fährst 120. Dann können wir jetzt einfach eine Lokomotive nehmen mit 120 km/h und... wenig Leistung. Und ich glaube, das ist sogar meine Lieblingslokomotive, die da... Also sie fährt ja jetzt nicht 120. Also die wird ja runtergedrosselt. Weil die... Weil der war... Ne, du bist ja trotzdem noch drüber. Weil wir fahren 105. Was sind das? 1,8? Okay, wir nehmen doch dich. Passt auch das Grün vielleicht zueinander. So, die 10 Millionen, die holen wir uns aber wieder, wenn es nicht funktioniert. Linie, oh, Linie 4. Ich glaube, ich muss noch mal ein paar Linien umbenennen. Dann haben wir das. Gehen jetzt auch Richtung 30 Minuten oder haben sie fast erreicht. Dann würde ich noch einmal gucken, wo denn hier unser Zug abbleibt. Ja, okay. Der fährt jetzt schön mit 120 km/h hier durch den Personenbahnhof durch. Die wundern sich bestimmt auch, dass sie ab und zu so lang fährt. Der fährt ja wirklich ohne halt mal eben mit 120 km/h durch den Bahnhof. Ich hoffe, da war eine Durchsage, dass sie alle mal einen Meter zurückgehen. Kurz ist der auch nicht. Aber ich finde sowas immer mal wieder schön, wenn man sowas mal im Bahnhof sieht. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Meistens fahren die ja wirklich einmal drumherum oder so. Aber so also mittendurch
Die sind auf jeden Fall laut und man merkt den Wind. Gut, der ist gleich da. Das ist der Pragzug. Ne, das ist... Ja, er kriegt zu langsam weg. Da müssen wir aufpassen. Und du bist voll gefahren? Perfekt. Und hier produzieren wir schon wieder 78. Boah. Aber wir haben ja auch nichts auf Lager und es steigt. Vielleicht bleibt das bei 216. Jetzt fahren wir es zwar weg, aber es werden ja dann auch... ...225 Bretter mehr angeliefert. Ein Brett, ein Werkzeug. Na, da könnte dann schon wieder das Plus drin sein für die beiden. Dresden und Chemnitz sind ja immerhin zwei Städte, die was anfallen. 86... Plus 330, also 420, also ganz, ganz grob gerundet. So 260, ja, das meiste geht echt noch in die beiden Städte. Vielleicht gar nicht mal verkehrt oder auch gar nicht mal so unwichtig, dass da jetzt noch der dritte Zug gekommen ist. Und hier liegen jetzt schon 3,8. Ja, mal gucken, ob man das wirklich wegfahren kann. Ja, hier würde auch bei der Linie wird auch noch ein vierter Zug hier drauf passen. Das wäre noch nicht mal der Akt. Sind jetzt schon da? 1, 2. Ach, der musste halten. Ach, dann hat er hier auf den Mato-Zug gehalten. Ja, dann haben wir's. Dann müssen wir mal ab. Ach ne, wir können jetzt nochmal ganz kurz gucken. Okay, die lagern hier schon was hin. Also es geht ein bisschen was rüber. Die Frage, ob das so wirtschaftlich ist oder ob man lieber. Auch 3-2. Oder ob man lieber doch hier zwei Züge fahren lässt. Das ist halt jetzt die Frage, was wirtschaftlicher ist. Eine Linie, da hat man natürlich alles besser im Blick. Zwei Linien ist schon wieder so lala. Ich mache mir mal Gedanken, wie ich das mache. Weil wir nehmen uns ja, also wir produzieren ja nicht on top, wir nehmen uns ja hier was weg. Frage ist natürlich jetzt, wie viel nehmen wir uns da weg? Ob die 1,6 jetzt konstant bleiben? Da jetzt genau an diesem Punkt dann das Ausrufezeichen weggehen würde bei 1,6. Oder ob... Ja, wir jetzt miteinander konkurrieren und vielleicht dann sogar die Linie irgendwann nicht mehr voll fährt, sondern alles hier sein würde. Das ist jetzt mal so ein Punkt... Dann gilt es zu beobachten. Aber ich mache mir mal Gedanken, wie wir das angehen. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Und ja, ich zerbreche mir mal weiter den Kopf, was ich hier mit dem Treibstoff mache. Für das große Projekt, das wir noch von der anderen Seite anliefern, da fehlt jetzt erstmal das Geld. Da haben wir heute zu viel für ausgegeben. Aber dafür hoffe ich mal, dass jetzt die Linien, die wir da jetzt verbessert haben, modernisiert haben, dass die jetzt auch in Zukunft einfach, ja, einen ordentlichen Prozentsatz unseres Gewinns ausmachen. Gucken wir mal, müssen wir abwarten. Aber werden wir auf jeden Fall kontrollieren, vor allem, weil wir den Dresdner Zug ja auch nochmal anschauen müssen, dass der nicht, oder dass der weiter komplett voll fährt. Aber das machen wir vielleicht am Donnerstag dann auch mal kurz. Ich sag tschüss, bis Donnerstag, bis dahin.